Hänzlers Schnellnummer. Wer kennt sie nicht? Diese geilen Asia-Tütensuppen. Problem ist, da sind so viele Geschmacksverstärker meistens drin und E-Stoffe, dass du danach ein bisschen anders guckst. So, deswegen zeige ich euch heute, wie man so ein Ding selber machen kann. Geht relativ simpel und einfach. Also heute gibt es asiatische Tütensuppe. Dafür zuerst Karotte fein runterschneiden. Champignons auch runterschneiden. Und übrigens, das Rekordmesser hier ist jetzt im Shop wieder erhältlich. Wollte ich nur erwähnt haben. Ein paar Scheiben Peperoni dazu für die Schärfe. Ingwerscheiben dürfen nicht fehlen. Knoblauch auch. Und zu guter Letzt Frühlingslauch. Auf shop.steffenhensler.de findet ihr alle Produkte rund um die schnelle Nummer. Auch das Buch. Jetzt wird das Ganze angeschwitzt. Und zwar in diesem wunderbaren Topf. Guckt ihn euch an. Demnächst erhältlich. Hensler schnell nur Topf. Geröstetes Sesamöl hineingeben. Hitze jetzt hochziehen. Das macht man extra am Anfang nicht, ne, damit der Geschmack nicht gleich flöten geht. Und jetzt hier komplett alles möglichst in den Topf und nicht daneben. So. Jetzt seht ihr, jetzt fängt das schon an. Aha, allein schon Geruch vom gerösteten Sesamöl. Gleich am Anfang. Prise Salz. Und jetzt sage ich mal so ungefähr eine Minute hier leicht anschwitzen lassen. Jetzt mit Sojasauce großzügig ablöschen. Einmal aufkochen lassen, beziehungsweise einmal verdampfen lassen, den ersten Schuss. Jetzt macht ihr Brühe hinterher. Man könnte es auch mit Wasser machen, weil da ist genug Geschmack dran, aber Brühe ist natürlich noch ein bisschen intensiver. Je nachdem, ob ihr Gemüsebrühe oder Geflügelbrühe nehmen wollt, up to you. Aufgießen. Jetzt haben wir hier diese asiatischen Mienudeln. Die legen wir einfach damit rein. So. Deckel drauf. Einmal richtig schön aufkochen lassen und dann 5 Minuten köcheln lassen. Und dann kurz vor Schluss, und genau zu 1 Minute vor Schluss, nehmt euch noch schön so einen kleinen Babypack Scheu, viertelt den. Und seht ihr hier, guck mal rein, sieht man schon. Ja, packt den noch oben drauf. Und der kocht die letzte Minute noch mit. Oh, hallo. Oh, das sieht gut aus. Jetzt pass auf. Jetzt halten wir hier unsere 2 Pak Choi ein bisschen fest. Geben die Suppe in eine Schale. So. Oh, geil. Warte. Ich weiß nicht, was ich geiler finde, die Suppe oder den Topf. Jetzt hier oben drauf. Oh. Ja, hallo. Natürlich jetzt Koriander gezupft dazu. So. Kann man natürlich auch weglassen. Es gibt ja viele, die sagen, boah, Koriander mag ich nicht. Ersatz gibt es keinen, weglassen. Und jetzt ein bisschen Sesam. Guck mal hier. Ohne irgendwelchen Scheiß, ohne E-Stoffe, ohne Geschmacksverstärker, ja. Obwohl ich gar nicht den Geschmacksverstärker unbedingt habe, aber ich finde, wenn man sich selber was kocht, braucht man das nicht. Und der Sud jetzt. Das ist einfach geil, weil du merkst, den Ingwer, diese leichte Schärfe von der Peperoni, bisschen Garlic. Es riecht richtig schön. Nudeln sind ein bisschen zu heiß. Auch gut Gemüse. Ihr könnt hier, kannst deinen Hut stecken. Selber machen. Hier ist die Einkaufsliste. Und hier ist die Einkaufsliste für die Asia-Tütensuppe, selbst gemacht. Für 2 Personen braucht ihr 1 Karotte, 2 Stangen Frühlingslauch, 1 Knoblauchzehe, 1/2 Peperoni, 4 Champignons, 1 Stück Ingwer, 200 Gramm Mienudeln, 60 Milliliter Sojasauce, 900 Milliliter Brühe, 2 Babypack-Choice. Dann braucht ihr noch Sesamöl, 2 Esslöffel, Koriander, Sesamkörner für die Zierde und Salz. Guten Appetit!